Vor einigen Jahren berichtete die New York Times darüber, wie Apple-Gründer Steve Jobs sowie andere mächtige CEOs und Manager diverser Technologieunternehmen die Verwendung elektronischer Geräte ihrer Kinder einschränken oder sogar verbieten. Steve Jobs sagte: "Zu Hause schränken wir die Zeit, die unsere Kinder mit Technologie verbringen, ein." Dieses Verhalten lässt tief blicken. Tech-Milliardäre wie Jobs wenden völlig andere Regeln an als der Rest der Bevölkerung, die vom unaufhaltsamen Fortschritt der Technik nahezu mitgerissen wird. Wie ist es möglich, dass die Kinder von Steve Jobs von der Technologie ferngehalten werden, während in den meisten Ländern der Welt angestrebt wird, diese so früh wie möglich in das Bildungssystem zu integrieren? Durch die intensive Nutzung technologischer Geräte wie Computer, Mobiltelefone oder Tablets können Störungen entstehen, die sich negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken können und sowohl körperliche als auch physische Probleme hervorrufen können. Deshalb schränken Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter der Silicon Valley-Giganten den übermäßigen Konsum von Unterhaltungstechnik bei ihren Kindern ein und setzen in Bezug auf Bildung eher auf Lehrmodelle, welche die Waldorf-Philosophie als Grundlage verwenden und nicht auch konventionelle Schulen mit technischer Auslegung. Die Waldorf-Pädagogik wurde im Jahr 1920 von Rudolf Steiners entwickelt. Die Unterrichtsphilosophie konzentriert sich auf Stifte und Papier, körperliche Bewegung und Lernen durch kreative, praktische Aufgaben mit Anwendungsbezug zum täglichen Leben. Die Eltern aus Silicon Valley bringen ihre Kinder zu Waldorfschulen, weil sie genau wissen, dass Technologie eine Ablenkung zur Entwicklung einer kritischen Lernerhaltung sowie zum eigenständigen Denken darstellt. Hier erkunden die Kinder die Welt mit natürlichen Mitteln und entwickeln ihre eigenen Ideen. Sie führen alltägliche Aktivitäten wie Brotbacken und Stricken aus. Sie verstehen, in Kontakt mit der Natur zu sein und lernen ohne Computer, kreatives Denken und menschliche Interaktion. Dieses System scheint wie eine abgeschottete Insel außerhalb des traditionellen Bildungssystems. Die große Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist: Warum werden Prinzipien wie das Waldorfsystem nicht auf allgemeiner Ebene angewandt? Möglicherweise, weil die Elite nicht will, dass sich die Menschen ihrer selbst sowie ihrer Macht bewusst sind. Sie bevorzugen gehorsame und abgelenkte Menschen, damit die Welt weiter in ihrem tiefen Schlaf verweilt. Das zeigt uns, dass die führenden Technologieunternehmen nur daran interessiert sind, ihre Produkte unter der Bevölkerung zu verbreiten, um damit Geld zu machen. Ihre eigenen Familien schützen sie, indem sie diese so weit wie möglich von der Technologie und deren Auswirkungen fernhalten. Das sollte uns zu denken geben und uns im besten Fall motivieren, ähnlich zu handeln.